meine Damen und Herren, schön, dass Sie wieder dabei sind. Ich grüße Sie mit einer neuen Ausgabe des Videostrategietickers vom Frankfurter Börsenbrief heute zur Wochenmitte am Mittwoch, dem 13. November 2013. Durchatmen. Das kann man vielleicht als Überschrift über den gestrigen Börsentag setzen. Der DAX setzte leicht zurück, 0,34% waren es. Also eigentlich kaum der Rede wert. Bei den Nebenwertindizes gab es auch eher schwächere Notierungen. Bei den Indizes, teils auch mit einem gewissen Hebeleffekt auf den DAX, der TecDAX beispielsweise war gestern sogar mit 1,26% auf der Verliererseite. An der Wall Street ebenfalls ein kleiner Rücksetzer, zumindest beim S&P 500. Hier ging es um 0,23% abwärts. Aber der Nasdaq 100 schaffte sogar ein Plus, sodass die Ausgangslage doch recht gemischt ist, kann man sagen. Und es ist ein Tag, mit dem man per Saldo ganz gut leben kann. Kommen wir direkt zu einigen Unternehmensschlaglichtern bzw. auch Zahlen. ProSieben fangen wir hiermit mal an. Heute Schwäche im Aktienkurs, etwa 4,9%, zeigt die Aktie heute nach unten. Finanzinvestoren machen Kasse. Über Onvista wird die Meldung von dpa AFX verbreitet. Abgeber ist die Lavena Holding. Dahinter stecken ja die Finanzinvestoren KKR und Permira. Demnach sollten 35 Millionen Aktien oder 16% Anteil am Unternehmen verkauft werden. Man würde also reduzieren oder abbauen von zuletzt knapp 33% auf 17%. Der Aussagewert dieser Meldung bzw. dieser Aktion ist etwas ambivalent. Zum einen, auf der negativen Seite dürfte auch die restliche Beteiligung irgendwann in den Markt gedrückt werden. Finanzinvestoren wie KKR und Permira sind ja im Regelfall keine Investoren für die Ewigkeit, sondern sie wollen ein Unternehmen für eine bestimmte Zeit begleiten und dann natürlich auch Kasse machen, entsprechend dann auch den Exit suchen. Insofern dürften also auch die verbleibenden 17% auf mittlere Sicht in den Markt gedrückt werden. Das heißt, hier könnte es eben auch zu weiteren Aktionen dieser Art kommen oder zu einer weiteren Aktion, vielleicht wenn man es in einem Schritt machen würde. Auf der positiven Seite kann man sagen, dass mit diesem Anteilsverkauf die Chance steigt, dass der Free Float nach oben zieht und damit auch eben verbesserte Indexchancen bestehen, beispielsweise wenn man sich hier auf den DAX fokussiert, wie das im Artikel dargestellt wird. Nächstes Schlaglicht, Stada. Heute gab es Zahlen. In der Pressemitteilung ist die Rede von einer zufriedenstellenden Entwicklung. Für den Markt scheint das vielleicht nicht so ganz zu gelten, denn die Aktie zeigt heute doch recht klar nach unten. Ungefähr 6,2% ist der Abschlag, nachdem die Aktie allerdings zuvor auch sehr, sehr gut gelaufen ist. Das muss man vielleicht hier dazu sagen. Also wie sah es konkret aus in den ersten 9 Monaten des laufenden Jahres? Man hat den Umsatz etwas verbessern können. Um 8% ging es rauf auf 1,4367 Milliarden Euro. Auch organisch wäre man gewachsen. Es ist also nicht nur zukaufsbedingt dieses Wachstum, und das organische Wachstum hätte bei etwa 5% gelegen, also immer noch im akzeptablen Bereich. Der Konzerngewinn stieg mit dem Hebeleffekt auf den Umsatzanstieg. Hier ging es sogar um 32% auf, jetzt auf 90,2 Millionen Euro. Und auch das Ergebnis der Aktie kann sich sehen lassen mit plus 31% auf 1,52 Euro. Ja, schon angeklungen eben, die Aktie zeigt Schwäche, aber wenn man sich die Zahlen, zumindest diese Eckwerte anschaut, dann ist das eigentlich keine Katastrophe. Weiteres Schlaglicht, Hamburger Hafen und Logistik, früher ja im MDAX, inzwischen im SDAX gelistet. Die Aktie heute etwas schwächer, 2,7% ungefähr geht es heute nach unten. Der Kurs liegt damit auch unterhalb unseres Empfehlungskurses. Wir hatten hier den Einstieg empfohlen, liegen damit also zunächst etwas auf der Verliererseite im Minusbereich. Also was brachte das erste Dreivierteljahr in diesem Jahr? Hier geht es um den Konzern bei den Zahlen, die ich jetzt hier nenne. Der Umsatz konnte leicht verbessert werden, 2,5% ungefähr ging es rauf auf 868 Millionen Euro. Beim EBIT allerdings gab es doch Kratzspuren, recht ordentliche. Minus 15,6% waren es mit einem Ergebnis vor Zinsen und Steuern von 121,4 Millionen Euro. Das impliziert eine Eintrübung auch in der EBIT-Marge. Steigender Umsatz, kleinerer EBIT bedeutet natürlich auch kleinere EBIT-Marge. In diesem Fall ging es runter von 17,0 auf 14,0%. Ja, nicht unbedingt hilfreich ist vielleicht auch das Statement, dass man das EBIT am unteren Ende der Range erwartet, also die Range von 155 bis 175 Millionen Euro. Das ist natürlich nicht so erbaulich, aber
Es betrifft natürlich zu einem großen Teil auch die Vergangenheit bzw. den Stand per Jahresende. Und die wichtigere Frage ist vielleicht eher, was passiert mit dem Unternehmen bzw. mit der Unternehmensentwicklung, wenn A, die Konjunktur stabilisiert ist, wenn eine gewisse Dynamisierung vielleicht auch einsetzt und auch der Welthandel wieder etwas belebter vonstatten geht, dann dürfte auch Hamburger Hafen und Logistik hier profitieren. Also unser Stop-Loss ist noch nicht erreicht worden. Insofern ist diese Position immer noch aktiv. Ich würde jetzt vielleicht heute nicht unbedingt kaufen in die Schwäche hinein, aber verkaufen müssen Sie meines Erachtens im Moment ebenfalls nicht, zumindest sofern das Stop-Loss zur Risikoeingrenzung nicht erreicht oder unterschritten ist. Kommen wir damit zum Terminkalender. Daten hier von Börse Go für heute war bzw. ist angesetzt aus Japan. Die Informationen über die inländischen Produktpreise, für Japan ja ein durchaus wichtiges Thema. Dann auch, das war für die gleiche Uhrzeit angesetzt, die Informationen über die Maschinenaufträge. Ebenfalls hier für Japan. Dann für die Eurozone war angesetzt für heute die Informationen über die Industrieproduktion. Ferner gegen Mittag eine Rede von Bundesbankpräsident Jens Weidmann. Der hatte sich ja vor einigen Tagen schon mit interessantem Statement eigentlich auch zu Wort gemeldet. Ich hatte ja in diesem Ticker auch schon in diese Richtung hingewiesen. Also hier dann auch noch am Abend unserer Zeit die Information über den amerikanischen Haushaltssaldo. Ja, und natürlich gibt es auch Unternehmensmeldungen. Wir hatten eben schon einige Daten oder Meldungen angesprochen. Für heute war auch angesetzt Zahlen oder der Quartalsbericht oder neuen Monatsbericht für Celesio, E.ON, Hochtief, LPKF, Laser und auch Cisco. Dies vielleicht als gewisser Ausschnitt aus dem Potpourri, was sich da heute so ergibt oder ergeben hat. Zur Strategie und damit auch abschließend, wie geht man mit dem Markt um? Wir haben eine recht gute Chance für eine Tarnkappenkonsolidierung. Was meine ich damit? Tarnkappen, das heißt, man erkennt es nicht sofort am Index, dass innerhalb des Index oder der Indizes eine Bereinigung stattfindet. Denn wenn nicht alle Werte gleichzeitig korrigieren und nach unten gehen, Luft holen, durchatmen, dann kann es eben sein, dass der Verlust des einen durch die Stabilität und vielleicht auch Stärke des anderen ausgeglichen wird, sodass wir im Index gar nicht so viel Bewegung haben. Der DAX hat sich ja ein Stück weit festgelaufen im Bereich 9000 oder knapp darüber. Es kann allerdings durchaus sein, dass einzelne Werte, gerade die, die vorher sehr, sehr steil gelaufen sind, dann eben doch, man kann durchatmen, durchaus mit Rücksetzern von 10%, 15%, 20%, sodass sich der Markt quasi intern bereinigt, ohne dass man das in den Indizes groß ablesen kann. Das ist ein mögliches Szenario für die kommenden Wochen. Damit würde sich auch eine gewisse Bereinigung ergeben, denn der DAX ist ja schon ein wenig heiß gelaufen und es wäre eigentlich ja wünschenswert, dass sich eine gewisse Bereinigung hier ergibt und entsprechend dann auch eine bessere Kaufbasis dann auch darstellt im Hinblick auf, sagen wir, Frühjahr, Sommer 2014. Das war's für heute. Schön, dass Sie dabei waren. Ihnen einen richtig guten Börsentag. Ihr Walter Thissen.